Ich bin Martin Zwiegel und ich erkläre Ihnen heute, was ein sicheres Passwort ist. Wir alle, die wir uns eines Computers oder des Internets im Speziellen bedienen, sind gezwungen, Passwörter zu verwenden. Dabei müssen wir jedoch darauf achten, dass die Passwörter, die wir uns erdenken, möglichst schwer zu erraten sind. Was heißt das? Ein Passwort sollte möglichst lang sein. Im Allgemeinen würde ich meinen 15 Zeichen oder mehr. Man muss darauf achten, dass nicht alle Seiten im Internet so lange Passworteingaben unterstützen. Jedoch, ich bevorzuge Passwörter mit einer Zeichenlänge von 16 Zeichen oder mehr. Das Passwort sollte Groß- und Kleinbuchstaben beinhalten, es sollte Ziffern beinhalten und es sollte ein, zwei oder mehr Sonderzeichen beinhalten. Vielleicht das Rufezeichen oder das Zeichen @, das wir auch aus der E-Mail kennen. Je länger und aufwendiger das Passwort ist, je vermischter die Zeichen sind, desto sicherer ist das Passwort. Warum der Aufwand, werden Sie sich fragen. Bis jetzt hatte den Namen meiner Tante Mitzi auch niemand erraten. Einfache Passwörter wie 1, 2, 3, 4, den Namen des Haustieres und ähnliches. Diese Passwörter, die kann man alle leicht knacken. Es können dann natürlich wertvolle Daten verloren gehen. Und Sie, als Benutzer, stehen in der Verantwortung, ein sicheres Passwort zu haben. Das kann sogar so weit gehen, dass Sie im Schadensfall, der aufgrund eines zu einfachen Passwortes entstanden ist, haftbar gemacht werden können. Im schlimmsten Fall kostet das dann auch Geld. Beim Erstellen eines sicheren Passwortes entstehen aber eben aus dieser Ausgangssituation zwei Probleme. Erstens muss man Denkaufwand investieren, so ein Passwort zu erstellen. Und was zweitens noch viel wichtiger ist, man muss sich so ein Passwort natürlich auch merken. Dazu möchte ich nun gerne zwei Ansätze propagieren. Der erste Ansatz, diesen verwende auch ich, generiert Passwörter aus einem Satz oder einer Phrase, bei der wir einfach nur die Anfangsbuchstaben der Wörter verwenden. Selbstverständlich darf diese Phrase oder dieser Satz, dieser Leitsatz niemand kennen. Sonst wäre es natürlich wieder ein einfaches, das Passwort zu erraten. Zum Beispiel: Mein Lieblingsfilm ist Dr. Zhivago und mein Lieblingsschauspieler ist Omar Sharif. Daraus ergibt sich schon mal ein Passwort von 11 Zeichen Länge, nämlich MLIDSUMLIOS. Um dieses Passwort jetzt noch zu verbessern und zu verlängern, fügen wir noch Sonderzeichen und Ziffern ein. Man kann zum Beispiel das zu beschützende Konto in irgendeiner Form als Präfix oder Suffix angeben. HM00MLIDSUMLIOS Rufezeichen könnte zum Beispiel Ihr Hotmail-Konto beschützen. Das Passwort hat jetzt auch eine Länge von 16 Zeichen. Das ist schon merklich besser als unser voriges Passwort. Wenn Ihnen das immer noch zu kompliziert ist, gibt es natürlich Werkzeuge im Internet, die Sie bei diesem Vorhaben unterstützen. Es gibt sogenannte Passwortgeneratoren und Passwort-Saves. Passwortgeneratoren, um, wie gesagt, ein Passwort zu generieren, und Passwort-Saves, sich diese Passwörter zu merken. Beschäftigen wir uns zuerst mit einem Passwortgenerator. Da die Aufgabe eines Passwortgenerators einfach nur die ist, zufällige Zeichen aneinander zu ketten, bediene ich mich eines Passwortgenerators, der direkt im Web verfügbar ist, chessnacks.net. Die Daten, die hier generiert werden, werden auf Ihrem Browser generiert und nur clientseitig auf Ihrem Rechner gespeichert. Es findet keine Kommunikation in diesem Sinne mit dem Webserver statt. Sie können hier bestimmen, welche Arten von Daten das Passwort enthalten soll: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, welche Sonderzeichen es beinhalten soll und welche Passwortlänge es beinhalten soll. Nehmen wir hier mal 18 Zeichen. Man kann, wenn man bestimmte Passwörter so auch noch lesen will, hier deaktivieren, ob Zeichen wie I, B,
bzw. das kleine L oder das große O und die 0 ausgeschlossen werden sollen, damit es hier eben nicht zu Verwechslungen kommt. Man kann auch noch angeben, wie viele Passwörter generiert werden sollen. Wir wählen hier einmal 5 und lassen uns diese Passwörter generieren. Sie sehen, diese sind sehr komplex mit den einzelnen Sonderzeichen und Sie merken auch, im Kopf will man sich diese Passwörter vielleicht nicht. Als Password Safe habe ich mir dabei das KeePass in der Version 2.x ausgesucht, das man auch über die entsprechende Domain keepass.info erhalten kann. Das Programm ist gratis und quelloffen. Open Source sagt Ihnen vielleicht in diesem Zusammenhang etwas, aber dazu gibt es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einen eigenen Screencast. Ich habe mir die Version von KeePass schon einmal auf meinem Rechner installiert und ein wenig damit herumgespielt. Im ersten Start wird man von KeePass gebeten, eine neue Datenbank anzulegen. Weil ich schon eine Datenbank habe, geschieht dies nicht mehr automatisch. Wenn Sie das Programm neu installieren, kommt dieser Dialog von alleine auf Sie zu. Wir legen hier nun eine weitere Datenbank an. Wir nennen diese Testdatenbank 02 und speichern diese. Es gibt hier nun mehrere Möglichkeiten, diese Datenbank zu konfigurieren. Damit niemand anderer Einsicht auf diese Daten hat, müssen Sie sich ein Passwort merken. Um dieses kommen Sie nicht herum. Sie können jedoch auch zusätzlich eine Schlüsseldatei erstellen lassen. Wenn Sie diese Datei dann auf einem Stick zum Beispiel mit sich herumtragen, können Sie sich ohne Passwort an dieser Datenbank identifizieren. Wenn Sie den Schlüssel natürlich verlieren und jemand erhält Zugang zu Ihrem Rechner oder eben zu dieser Datenbank, kann diese Person sich natürlich auch an der Datenbank identifizieren. Es hat also Vor- und Nachteile, ob man sich ein Passwort selber merkt oder ob man physikalisch eine Schlüsseldatei mit sich herumträgt. Zu unserem Zweck verwenden wir ein eigenes Passwort, ein eigenes Masterpasswort. Ich gestalte dieses jetzt wieder den Vortrag relativ einfach. Sie sehen schon, die Qualität des Passwortes ist sehr gering. Es hat sehr wenige Zeichen. Es hat geschätzte 8 Zeichen. Die Zeichen sind alle ähnlich. Es gibt keine Sonderzeichen. Es gibt keine Ziffern. Nun denn. Im zweiten Schritt gibt es noch weitere Datenbank-Einstellungen. Sie können diese Datenbank benamen und mit einer Beschreibung versehen. Diese Datenbank ist verschlüsselt mit einem AES 256-Bit-Schlüssel. Das ist schon mal nicht so schlecht. Da muss man schon einige Weile daran versuchen, diese Datenbank zu knacken. Für Ihre Zwecke würde ich behaupten, ist das sehr gut geschützt und man muss ja immer abschätzen, was schütze ich mit welchem Aufwand. Erwähnen möchte ich noch den Karteireiterschutz. Dabei geht es darum, festzulegen, welche Felder der Anwendung auch im Arbeitsspeicher verschlüsselt sind. Hier sollten Sie auf alle Fälle festlegen, dass das Passwort natürlich verschlüsselt im Arbeitsspeicher abgelegt wird, so dass man dieses nicht mit einem Trojaner oder ähnlichen Werkzeugen auslesen kann. Ob Sie die anderen Felder schützen, bleibt im Großen und Ganzen Ihnen überlassen. Als zweites noch den Karteireiter Kompression, der die Datenbank entsprechend verkleinert, sollten Sie möglichst viele Passwörter ablegen. Das war's auch schon. Damit haben wir jetzt eine Testdatenbank und mit der können wir Daten ablegen.
natürlich wollen wir dieses Werkzeug ja jetzt auch sinnvoll verwenden und dazu legen wir uns für das Internet zu Testzwecken eine neue Benutzeridentifikation an. Und zwar für die Seite Twitter. Dabei verwenden wir hier dieses kleine Symbol auf der Schaltfläche, das uns einen neuen Dialog bringt. Wir geben dem ganzen Kind einen Namen und nennen es Twitter. Mein Benutzername für Twitter, für alle, die mir folgen wollen, lautet ZwiegelM. Und ich gebe das Passwort für Twitter ein. Sie sehen schon, die Qualität meines Passwortes ist nicht ganz so schlecht. Es hat 16 Zeichen, 18 Zeichen und kommt mit 99 Bits in einer einigermaßen guten Qualität. Das Ganze speichern wir hier. Und um das Ganze jetzt zu verwenden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können, wir wechseln hier auf die Seite Twitter, erstens die einzelnen Einträge über die Zwischenablage einkopieren, Benutzername kopieren, Passwort kopieren und dann hier entsprechend einfügen. Oder Sie setzen so wie ich hier den Cursor auf das Benutzernamenfeld von Twitter, öffnen hier den Eintrag mit der rechten Maustaste und gehen auf Autotype ausführen. Damit werden der Benutzername und das Passwort automatisch eingesetzt, automatisch das Einloggen betätigt und Sie sehen schon, ich werde damit auf Twitter eingeloggt, falls es nicht überlastet sein sollte. So viel zum Vorführeffekt. Das war's zum Thema sichere Passwörter und zu meinem ersten Screencast. Ich hoffe, Sie vergeben mir meine Sprechfehler und zu guter Letzt möchte ich Ihnen vielleicht noch die Wikipedia-Seite von Passwort ans Herz legen. Dazu geben Sie einfach in Google oder in der Wikipedia-Suche das Wort Passwort ein und lesen sich diesen Artikel durch. Für alle, die noch näher Interesse an dem Thema haben, steht hier noch das eine oder andere zusätzlich drin. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch frohes Schaffen.